Und hallihallo, hallo und herzlich willkommen. Ich willkommen euch wieder zurück hier bei Spewer. Und ja, ich habe jetzt das dritte Kapitel anzufangen und dann gucken wir uns das doch mal an. Ja, ich habe den Sound natürlich ausgemacht. Den muss ich natürlich erstmal enablen. Ein bisschen lauter drehen, damit ihr den auch hört. Obwohl ihr ihn ja schon kennt. Okay, dann legen wir doch mal los. Okay, da sind wir. Jetzt hackt er schon wieder, ne? Ich will nicht, dass du hackst. Okay. So, eine neue Verwandlung. Weihnachtsmann oder keine Ahnung. Solarium übertreibender Spewer. Keine Ahnung. Jetzt, was hat der? Die Kotze sieht jetzt im ersten Moment total genauso aus wie die normale. Die ist aber härter im Prinzip. Also es ist schwierig zu beschreiben, was es genau bedeutet, aber das Ding könnte ich mit grüner Kotze zum Beispiel nie nach oben mal schaffen. Alles klar? Mit roter geht das problemlos. Gut, ja. Und da oben sind Früchte. Wir haben zu wenig Kotze, deswegen brauchen wir Kotze. Und deswegen brauchen wir diese. Na? 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 Das war jetzt wohl nichts gewesen. Aber der eine Typ kommt da gleich runter. Jo, okay, wunderbar. So, genau. Schön. Ja. Also, das war jetzt auch wieder was Simples: einfach ein bisschen Kotze zusammensammeln und dann genug haben, um dort drauf zu kommen. Okay, nein, das war nichts. Scheiße, ich bin doof. Doof, doof, doof. Oha, ich habe fast komplettes Fail-Video gehabt mit dem einen Level. Naja, habe ich jetzt gerade beim Entwickeln gesehen und ich habe die ersten drei Teile schon oben und habe mich danach entschieden, doch noch weiter zu spielen. Beim Hochladen hat er irgendwie gehackt. Jetzt macht er jetzt nicht mehr schön. Deswegen hätte ich sonst schon beim Hochladen weitergespielt, aber. Ja, und oben. Zack. Ja, er hackt jetzt zwar auch ab und zu mal, aber nicht so schlimm wie vorhin. Das ist nicht schlimm, das kann ich verkraften. Das ist wirklich die ganze Zeit gewesen. Ja, genau. Jetzt wird's haarig. Ich muss im Kreis kotzen. Also im Prinzip so. Nein. Okay, das war nichts. Ich mach Reset. Refreshing, refreshing, oh, refreshing. Ja, toll. Da jetzt hat's gerade gehackt in dem Moment. Aha. Das ist schlecht. Ich muss mich erst ein bisschen nach rechts schießen, damit ich wieder zurück. Ja, okay, perfekt. Oh, ich habe sogar noch die Hälfte übrig. So leicht. Ha. Bist drauf. Geht ab, Alter. So, was kommt hier noch? Ah ja. Okay. Okay. So, ja. Okay. Okay, also einmal einen kurzen Kotz, damit ich da hochkomme. Ja, nicht hacken, du Arschloch, du. So, ein kurzer, damit ich da hochkomme. Jetzt muss ich nur im richtigen Moment anfangen zu kotzen. Jetzt! Na, okay, das war nix. Nee, das war gar nichts. Also hier komme ich auch so hoch. Das wissen wir schon. Gut. Runter. Runter, nicht hoch. Was laber ich denn schon wieder für einen Mist? Genauso wie ich rechts und links wechsle, wenn ich Let's Playe. Am besten, wenn ich erstmal auf die andere Seite springe. Ja, schon wieder gehackt, der Schwein. Lass das. Ups, okay. So war es nicht gemeint, sorry. Ah, nein! Note, note! Supplying one up, na klasse. Ja, okay. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt drück erstmal den Knopf kleiner. So, ich weiß, dass das machbar ist. Natürlich weiß ich das. Ich bin der Igel, ich weiß alles. Ja, okay, bisschen zu früh angefangen. Aber das ist im Prinzip der Punkt. Ich darf noch nicht zu viel im Fallen sein, sonst brauche ich natürlich mehr Kraft, um mich wieder aufzuhalten. Und das ist natürlich Quatsch gewesen, was ich da gemacht habe. Ja, ich komme auch so hoch, oder was? Ah, nein, oh nein, jetzt habe ich natürlich zu wenig Kotze. Das würde mir nämlich gleich richtig schön zum Verhängnis werden, dass ich gerade so viel weggekotzt habe, aus Versehen. Und jetzt. Ah, wieso? Ich muss doch meine Maus einfach nur da unterhalten, dann kotzt sie doch automatisch nach unten. Das ist doch nicht schlimm. Wieso mache ich das denn so blöd? Meine Fresse. Sorry, meine Stimme klang gerade irgendwie schwul, keine Ahnung. Fand ich jetzt so. Ja, okay. Ja, jetzt werden einige reinschreiben: Deine Stimme klingt immer schwul. Ich bin lustig. Ja, nein, bist du nicht. Nein. Das ist doch nicht wahr, wie soll ich das machen? Der richtige Punkt, in dem man drückt. Wenn man zu früh drückt, kommt man nicht runter genug. Und wenn man zu spät drückt, dann kommt man zu weit runter. Okay. Okay.
So, also wirklich. Nein, nicht springen, nicht springen. Springen ist eine dumme Idee. Jetzt! Kurz wäre immer noch. Oh Mann, oh Mann. So. Ist ja zum Kotzen. Ja, ich habe gerade gesehen, es gab schon bereits ein englisches Let's Play mit Spewer. Nice. Habe ich nichts von gewusst. Habe ich jetzt eben gerade erst gesehen. Habe ich auch vorher nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ist mir auch egal gewesen. Oh Gott. Das ist echt scheiße. Es muss aber irgendwie muss es gehen. Irgendwie muss das gehen. Also unten lang hat es keinen Zweck. Da oben lang hat es auch keinen Zweck. Ja, eigentlich genug habe ich auf jeden Fall. Ich muss schon recht früh drücken. Jetzt. Ja, perfekt. Gar nicht so unmöglich, wie es aussieht. Gut. Okay. Das frisst sich da durch und dann gehen da die Knöpfe runter. Ja, das sind Knöpfe, die immer durch... Ah, und dann falle ich auch runter. Okay, zack und zack. Okay. Naja, das ist nicht schlimm. Und jetzt? Kann ich den noch fressen? Ah ja, das sollte eigentlich nur die Dinger da unten erklären. Sofern da irgendwas reinkommt, was zum Kotzen ist. Also diese Säure ist auch nichts anderes als Kotze, die ich halt mich halt töte zurzeit noch. Ja, okay. Und sofern das da reinkommt, jetzt können wir mal mit allem Puke, der hier übrig ist, ins Ziel gehen. Also machen wir das auch mal. Und so können wir die halt auch auslösen. Die fressen übrigens einen von diesen Schlücken Kotze einfach auf. Das ist dann weg für den Rest der Runde. Aber ich meine, das ist halt so gedacht, ist auch meistens nichts Schlimmes. Ja, hier muss ich Glück haben. Ja, perfekt. Ich hatte Glück, schön. Gut. Ja, hier muss ich hoch. Und da unten den Knopf drücken. Ja, da unten den Knopf drücken ist richtig. Nein, und natürlich wieder einen Kotzhaufen weniger. Ja, also da muss man recht sich entscheiden, dass man da nicht zu viel nimmt. Dass halt es klappt, aber auch nicht zu wenig, dass halt die ganze Zeit daneben geht. Ist halt alles so eine Sache mit der Sache. Okay, er hackt schon wieder Schwein. Das will ich nicht. Jups. Nein. Jups. Nein, no, no. Also die anderen Knöpfe kann man nur mit sich selbst drücken praktisch. Also kann man nicht einfach drauf spucken. Kann man nicht drauf spucken, ey. Spucken, Alter. Kotzen, Alter. Brechen. Bröckeln. Ja! Power! Oh Gott, es reicht nicht. Soll ich zuerst dahin gehen? Naja gut, machen wir das mal so. Dann habe ich einen übrig. Ja, okay. Probieren wir es mal. Okay. Nichts, dass hier irgendwie noch reinkommt. Ich möchte nachher alle Kotze wieder haben. So. Okay. Und ich brauche noch genug Kotze, um da auch zu kommen, nicht wahr? Ja, klasse. Ach, da unten ist er. Ja, da sind aber dann wieder Früchte. Also das sollte dann nicht das Problem sein. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Und fertig. Schön. Und voll wenig verbraucht. Naja, naja. Aber es ist okay. Wieso bewegt ihr euch, ihr blöden Früchte? Seid ihr bescheuert? Okay, und dann nach oben. Okay. Nice. Wieder was durchs Kapitel. Ah ja, okay. Aber diese Fließbänder gehen irgendwie falsch rum. Kann man die erstmal umdrehen? Nicht wirklich. Okay. Dann probieren wir es mal. Achso, die kommen wenigstens zurück, ja. Toll, gut. Das ist doch nicht schlecht. Einmal das noch. Die kommen alle wieder zurück. Okay. Okay, die Knöpfe sind gedrückt. Da haben wir einmal den da links. Der ist schwierig. Und der rechts. Der ist nicht so schwierig. Den kriegen wir nämlich die Kotze auch wieder größtenteils zurück. Oder wahrscheinlich sogar auch komplett. Und fertig. Oh Gott, ich wäre ja fast... Oh Gott, ich wäre fast tot gewesen. Oh, ein Kommentar. Dankeschön, Leute, für eure Kommentare. Ist allerdings zu Lost Levels. Keine Ahnung von wem. Ist mir jetzt auch gerade durstlos. Wurst... groß. Wurst groß, genau. Das ist mir gerade Wurst groß. Ja, ich kann jetzt selber reinstiefeln. Naja, mache ich mal am besten auch, weil rauskommt tue ich da auf jeden Fall wieder. Glaube ich zumindest. Ja, kann ich mich natürlich rühren. Oh, nein. Oh Mann, meine Kotze. Ich brauch doch meine Kotze. Ohne meine Kotze gehe ich nirgendwo hin. Leute. Schön. Okay. So, zack. Genug kurz, um zurückzukommen, habe ich auch. Und wieder zurück. Ja, und raus hier. Er ist ein bisschen böser hier, der Rot. Der guckt auch ein bisschen fieser und hat einen Bart, keine Ahnung. Der ist schon ein bisschen anders drauf als der Kiffer-Eder hier.